Hallo miteinander und willkommen gleich zum zweiten Patch-Notes-Video am selben Tag. Tatsächlich vergeht momentan fast kein Tag ohne einen Patch. Jetzt gab es heute nochmal einen hier. 1.07 sehen wir jetzt also. Was gibt's hier? Es wurden weitere Crashes gefixt im Multiplayer. Ist jetzt vielleicht für uns nicht alles nicht ganz so interessant. Was gibt's für Singleplayer-Crashes? Also ein bisschen wieder Quest-Crash-Sachen bei Overpriced Raw Materials gab es, Disney-Quest, da gab es so Crashes, dann gab es auch einen Crash, der auftrat, wenn man eine Belagerung angeführt hat bei einem Settlement, bei einer Stadt und der Besitzer, also direkt zu einem neutralen oder alliierten Königreich defektet ist, übergelaufen ist, okay, interessant. Ja, das ist sicherlich eine ganz unangenehme Sache hier, nachdem man dieser Weaken oder so die Schwächung oder die Vereinigung des Empire, wenn man die Quest vollständig gemacht hat, gab es wohl auch einen Crash. Ist auch geil, das sind ja auch endlich geschafft und dann boom, vorbei. Ist auch einen seltenen Crash, wenn man eine Quest mit dem Lord zusammenlöst, was auch immer das bedeuten mag. Ich glaube, von denen hier hatte ich jetzt momentan keinen. Es gab auch einen Crash offensichtlich beim Exit to Main Menu. Ich glaube, den hatte ich einmal. Aber gut, es ist schön, dass Crashes gefixt werden. Ich sage, die Balancing-Geschichten sind da fast interessanter. Character Development System. Also, was wurde rebalanced? 2 Handelsperks, die Verkaufspreise um 4% erhöht haben. Okay, sie reduzieren jetzt stattdessen die Nachteile beim Handel um 5%. Ich schätze, ist es okay. Naja, und tatsächlich wurde das Erfahrungslevel, was man bei den Turnieren bekommen hat, also es war wohl schon wieder zu exploity, dass man vielleicht zu viel bekommen hat bei Turnieren und bei Übungskämpfen, wurde gebalanced. Alles klar, konnte ich noch gar nicht ausprobieren. Ich habe eben eine Folge aufgenommen und ja, danach kam der Patch. Deswegen war ich im Turnier. Aber es ist nicht so aus, als hätte ich da jetzt extrem viel gemacht. Egal. Ah ja, Battles and Sieges, das war, man kann jetzt maximal 10.000 Dukaten, nenn ich es mal, plündern, bei Lords oder bei Leuten, die man geschlagen hat. Ja, da konnte man teilweise echt riesige Summen abstauben. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, dass man das ein bisschen gecapped hat. Und eine super Sache gewesen, um sich schnell reich zu machen. Aber gut, ich denke, alles fürs Balancing. Ja, so Clans, die über eine Siedlung verfügen, können nicht mehr länger sich also in einem Königreich als Söldner anschließen. Das ist fast schon. Das finde ich fast schade, ehrlich gesagt, ne? Also wenn man sich quasi irgendwo am Arsch der Welt quasi was erobert hat für sich selbst, dass man dann nicht sagen kann, okay, wir sind ein Söldnerkönigreich, dass man dann trotzdem an Söldner arbeiten kann, wie jemanden größeren. Schade, ne? Eigentlich. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber. Ging wohl bisher, jetzt geht's nicht mehr. So, die Drop Rate von Pferden als Loot bei Kämpfen wurde reduziert auf 65%. Das finde ich auch fast relativ schade. Pferde sind teilweise mit so das Teuerste, was man so kaufen muss. Und zwar laufend kaufen muss fürs Upgraden. Vor allem im Early Game, wenn man ein bisschen Karte haben möchte. Da war das schon ganz nett, dass mal mehr gedroppt wurde. Wurde jetzt reduziert. Der nächste ist eigentlich ganz nett. Der nächste ist echt interessant. Lords, die ja 100.000 Dinare, nicht Dukaten, Dinare üblich haben, werden sich jetzt genauso aufführen beim Kaufen von Pferden, als ob sie 100.000 hätten. Das bedeutet wohl, oder ich interpretiere das mal so, dass Lords mit extrem viel Geld einfach nur extrem schlechte Pferde gekauft haben und jetzt werden sie gute Pferde kaufen, schätze ich, ja. Das könnte sein, dass es so eine Barter-Sache war, die man irgendwie exploiten konnte. Das klingt so ein bisschen danach, ne? Haben wir nicht gemacht. Bartern um Pferde. Also nicht wirklich. Dann ein weiterer Bug wurde gefixt. Ja, offensichtlich war es möglich, also wenn man Safe Passage, also wenn man quasi den Lord gesagt hat, ne, wir kämpfen nicht, lass mich einfach durch. Oder wenn man um Frieden hier gebartert hat mit dem Lord, gab es wohl einen Bug, dass die einen eigentlich in Ruhe gelassen haben und einfach versucht haben, einen weiter anzugreifen. Unangenehm, ja. Nicht schön. Ja, und das ist die Kleinparty. Ein Bug wurde gefixt, der verursacht hat, dass man nur sturgische Companions überall anhören konnte. Ich habe mich das nämlich auch schon gefragt. Die sahen alle aus wie Sturgier, die hatten alle diese sturgischen Namen. Ja, schön, ist gefixt. War so keine Absicht. Ich dachte, ja. Guck mal, es wurde ein Bug gefixt in der Hauptstoryline, in der Verschwörungsgeschichte oder Phase.
A Settlement Action, Stoneville Castle and Hideout. Keine Ahnung, ich bin auch nicht dahinter gekommen, was genau mit dieser Verschwörungsphase eigentlich gemeint ist, was man da machen kann, genau. Also die Menge, die man bei Turnieren auf sich selbst wetten kann, wurde reduziert von 300 auf 150. Und umso besser man ist, umso öfter man gewinnt, ja, dann verändert sich auch der, sagt man da, die Quote verändert sich quasi. Also sie wird schlechter entsprechend. Und die maximale Quote wurde erhöht, immerhin von, auf 3. Davor war sie 2. Die Quote war nicht besonders hoch. Das habt ihr ja immer wieder gesehen bei den Turnieren, als wir die gespielt haben. Dann hier, der Tournament Prize Pool, also die Preise, die man gewinnen konnte. Da gibt es jetzt alle möglichen... Also es gibt alle Items, die verteilt werden, also Waffen, Rüstungen und Pferde. Und man kann nur Sachen gewinnen mit einem Wert von 250 bis 2000. Wir wurden also definitiv die Preise genervt. Ihr wisst ja, wir haben einen ziemlich krassen Helm da zum Beispiel gewonnen. Oder mehrere klasse Helme gewonnen. Und die waren definitiv sehr viel mehr wert als irgendwas hier dazwischen. Und ja, der Durchschnittswert 500. Naja, ja, denn alles nicht mehr. Können wir uns die Turniere auch sparen, ja. Gut. Also die Skills der Crew seit schweren Lanzenkavallerie wurden auch nochmal revidiert. Ja, da doktern sie ja schon irgendwie dran rum und ja, jetzt gehört es wieder zu den Known Issues. Alles klar, ja, damit haben wir auch 1 und 7 besprochen. Hier sind ein paar Sachen dabei, vor allem, naja, alles, was jetzt waren viele Sachen dabei, wo ich sage, ja, Nerfs für diverse Sachen. Aber das ist okay, wir werden mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Torben.